In diesem Video wollen wir uns mit modernen Photovoltaikkonzepten beschäftigen. Das heißt, dem Einsatz der Photovoltaik zur Eigenstromversorgung. Ein wesentlicher Bestandteil der Photovoltaikkonzepte ist natürlich die Einspeisung großer photovoltaischer Kraftwerke. Die wollen wir an dieser Stelle nicht im Detail betrachten, sondern uns mit dem Konzept des Eigenstromverbrauchs und der Eigenstromnutzung betrachten. Also die PV-Konzepte. Das heißt, was haben wir? Wir haben also einmal unsere Photovoltaikanlage. Das heißt, wir haben jetzt hier also unsere Photovoltaikmodule, die auf einem Dach installiert sind. Das kann jetzt ein Satteldach sein oder ein Flachdach. Wir haben dann den Verbraucher. Das kann nun ein Einfamilienhaus sein oder Mehrfamilienhaus. Das kann aber auch ein Gewerbeunternehmen sein, also eine Fabrik, die den Strom nutzen möchte, zum Eigenverbrauch. Was wir auch noch brauchen in der Gesamtbetrachtung ist natürlich das elektrische Netz zur Einspeisung des Photovoltaikstroms. Aber natürlich auch zur Energieversorgung, falls die Photovoltaikanlage keine elektrische Energie bereitstellen kann. Und was man auch betrachtet bei modernen Photovoltaikkonzepten ist natürlich die Batterie, das heißt die Zwischenspeicherung der elektrischen Energie. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Batterie. Und aus diesen vier Bestandteilen, diesen vier Komponenten, wollen wir uns einmal ansehen, wie die Energieströme sind, aber auch wie die monetären Ströme bei einer modernen Photovoltaikanlage ablaufen. Was müssen wir nun berücksichtigen? Wir haben auf der einen Seite natürlich den elektrischen Energiebedarf des Verbrauchers, also des Gebäudes. Das heißt, wenn wir hier mal eine Skizze machen, wie sich die elektrische Leistung oder die elektrische Last verteilt über den Tag, dann haben wir so einen typischen Verlauf mit einer Spitze um die Mittagszeit oder eine kleinere Spitze am Nachmittag. Wir haben die Photovoltaikanlage. Dort haben wir den Ertrag, der natürlich abhängt vom Standort, von der Ausrichtung der Neigung. Aber dann haben wir typischerweise an einem klaren sonnigen Tag diese Glockenkurve. Und was wir nun wollen, ist uns überlegen, wie kann nun die elektrische Energie der Photovoltaikanlage einmal in den Gebäuden verbraucht werden. Dann kann die elektrische Energie zwischengespeichert werden in der Batterie. Und wir nutzen natürlich dann das Netz, um einen Energieaustausch zu ermöglichen. Das heißt also, machen wir es mal in Rot. Also wir haben den Energiefluss von der Photovoltaikanlage, den Energieertrag in das Gebäude. Dort wird der Strom dann eigenverbraucht. Das heißt, wir haben hier den Eigenverbrauch. Verbrauch des elektrischen Stroms. Wird mehr elektrische Energie durch die Photovoltaikanlage erzeugt, als verbraucht wird, kann diese überschüssige Energie in der Batterie zwischengespeichert werden. Da ist natürlich zu berücksichtigen, dass die Batterie im Wesentlichen natürlich zwei Parameter hat, die wir berücksichtigen müssen. Einmal ist es die Ladekapazität. Das heißt, wie viel elektrische Energie kann die Batterie maximal aufnehmen? Und das Zweite ist natürlich dann die Lade- bzw. Entladeleistung. Das heißt also, wie viel Leistung kann die Batterie maximal aufnehmen bzw. abgeben? Denn wenn die elektrische Leistung, die bereitgestellt wird, größer ist als die Ladeleistung, dann kann die Batterie diesen Überschuss natürlich nicht aufnehmen. Was nun passiert ist, wenn wir weiterhin einen Überschuss an elektrischer Energie haben, das heißt, wir decken den Eigenbedarf, wir laden die Batterie und wenn dann noch Überschüsse da sind oder die Batterie voll geladen ist, dann kann die elektrische Energie ans Stromnetz abgegeben werden. Umgekehrt, wenn wir die Situation haben, dass die Photovoltaikanlage nicht ausreichend elektrische Energie produziert oder in den Nachtstunden, dann wird zunächst die Batterie entladen. Das heißt also, wir haben dann den Fall, dass wir einen Entladevorgang haben, natürlich auch wieder unter Berücksichtigung der Entladeleistung und dann der Kapazität, bis die Batterie leer ist. Ansonsten dient natürlich das elektrische Netz dazu, den elektrischen Energiebedarf des Gebäudes
zu decken. Das heißt, damit haben wir nun die Energieflüsse einmal dargestellt. Was wir uns nun noch ansehen wollen, wie die monetären Flüsse sind, das heißt, welche Kosten müssen berücksichtigt werden bei einem modernen Photovoltaikkonzept, wie lassen sich diese Größen miteinander vergleichen. Wenn wir uns nun die monetären Flüsse ansehen, also welche Kosten treten auf, muss man berücksichtigen, also diese Kosten gelten jetzt für den Zeitraum Ende 2020 mit einem Standort in Deutschland oder Mitteleuropa, denn die Kosten hängen natürlich stark vom Standort ab, von den Vollaststunden der Photovoltaikanlage, von den Strompreisen. Das heißt, das sind alles Parameter, die individuell ermittelt werden müssen. Beginnen wir mit den Stromgestehungskosten der Photovoltaikanlage. Stromgestehungskosten geben an, was kostet die Kilowattstunde Strom. Stromgestehungskosten im Englischen LCOE, Levelized Costs of Electricity. Also was kostet eine Kilowattstunde Strom unter Berücksichtigung einer Investitionskalkulation einer Photovoltaikanlage in Deutschland, in Mitteleuropa, unter den gegebenen Bedingungen. Die Kosten werden vom Fraunhofer ISE angegeben mit ungefähr 4 Euro Cent pro Kilowattstunde für große Freiflächenanlagen in südlichen Regionen in Deutschland. Das ist so die untere Grenze, die wir erreichen können. Die Obergrenze, kleine Photovoltaik-Dachanlagen in nördlichen Teilen Deutschlands, da liegen die Stromgestehungskosten bei ungefähr 12 Cent pro Kilowattstunde, also eine große Spannweite. Dennoch sieht man, dass die Stromgestehungskosten vor allem bei den großen photovoltaischen Kraftwerken in südlichen Teilen Deutschlands tatsächlich sehr niedrig liegen in der Größenordnung des aktuellen Börsenstrompreises und damit natürlich ein interessantes Invest darstellen. Für Dachanlagen, Flachdach oder Satteldach mit einer Größenordnung von 50 bis 100 Kilowatt Peak liegen die Stromgestehungskosten bei 6, 7 oder 8 Cent. Das ist so das, womit man typischerweise heutzutage kalkulieren kann. Als nächstes wollen wir uns den Eigenverbrauch einmal genauer ansehen. Das heißt also, welche Punkte muss man beachten, wenn es um die Eigenstromversorgung innerhalb eines Gebäudes, eines Unternehmens geht. Dazu wollen wir zunächst zwei Kennzahlen definieren. Das ist zum einen die Eigenverbrauchsrate. Das heißt also die Eigenverbrauchsrate oder Eigenverbrauchsquote. Eigenverbrauchsquote. Das ist das Verhältnis der Energie, die die Photovoltaikanlage produziert und selbst verbraucht wird, im Verhältnis zum gesamten Stromertrag der Photovoltaikanlage. Das heißt also E, die Energie oder die Eigenverbrauchsquote, EVQ, ist die Energie, die eigenverbraucht wird, Eigenverbrauch, in Bezug auf den PV-Ertrag einer Photovoltaikanlage. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Photovoltaikanlage hätten, die 10 Megawattstunden elektrische Energie bereitstellt und wir einen Eigenverbrauch von 5 Megawattstunden innerhalb eines Jahres haben, hätten wir eine Eigenverbrauchsquote von 50%. 50% des Photovoltaikstroms würde eigenverbraucht. Als zweite Kenngröße definiert man noch die Autarkierate oder Autarkiequote. Autarkierate, die ist definiert als das Verhältnis des eigenverbrauchten Stroms bezogen auf den gesamten Energieverbrauch des Gebäudes. Das heißt, wir haben im Zähler den Eigenverbrauch und im Nenner haben wir dann den gesamten Energiebedarf des Gebäudes. Das ist der Energiebedarf. Das heißt also, wenn wir nun betrachten, dass wir 5 Megawattstunden der Energie selber nutzen können am Gebäude und das Gebäude einen gesamten Jahresenergiebedarf von 20 Megawattstunden hat,
ergäbe sich daraus eine Autarkiequote oder eine Autarkierate von 25%. Was man nur noch berücksichtigen muss, ist bei der Betrachtung des Eigenverbrauchs in Deutschland nach den aktuellen Regularien, ist, dass auf den Strom, der eigenverbraucht wird, eine Umlage zu zahlen ist, die anteilig gerechnet wird zur EEG-Umlage. Der Strompreis in Deutschland wird beaufschlagt mit der EEG-Umlage. Das heißt, wir haben hier dann die EEG-Umlage, die als zusätzliche Größe beim Strompreis aufgeschlagen wird zur Finanzierung der Einspeisevergütung der Photovoltaik- und Windanlagen in Deutschland. Die EEG-Umlage beträgt im Jahr 2021 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt also, pro Kilowattstunde verbrauchtem Strom aus dem Netz werden mit 6,5 Cent beaufschlagt, sodass sich damit natürlich der Strompreis verteuert. Was man nun berücksichtigen muss, ist, dass der eigenverbrauchte Strom, das heißt der Strom, der aus der eigenen Photovoltaikanlage entnommen wird und im Gebäude selbst verbraucht wird, zu einem gewissen Anteil auch mit der EEG-Umlage beaufschlagt wird, um die Einspeisekosten der erneuerbaren Energienanlagen zu decken. Das ist ein Anteil von 40%. Das heißt also, auf den Eigenverbrauch werden 40% der EEG-Umlage aufgeschlagen. EEG-Umlage werden beaufschlagt unter zwei Bedingungen. Also das gilt nur für Anlagen, deren Nennleistung größer 10 Kilowatt Peak ist. Das heißt also, für kleine Dachanlagen auf Hausdächern fällt dieser Punkt weg. Alternativ, wenn die Anlage kleiner 10 Kilowatt Peak ist, der eigenverbrauchte Ertrag aber größer als 10 Megawattstunden ist pro Jahr, wäre auch eine EEG-Umlage fällig. Das ist aber in den seltensten Fällen tritt dies ein. Das heißt aber, bei größeren Dachanlagen auf Gewerbedächern, Industriedächern ist diese Eigenverbrauchszulage, der Anteil an der EEG-Umlage zu entrichten, sodass dies natürlich dazu führt, dass zu den Stromgestehungskosten dieser Anteil, das heißt also die Kosten von derzeit 2,6 Cent pro Kilowattstunde nochmal beaufschlagt werden müssen. Als nächstes wollen wir uns die Stromkosten einer Batterie ansehen. Die werden im Englischen mit LCOS bezeichnet, Levelized Costs of Storage. Die Kosten für die Batterie, diese Stromkosten für die Batterie, hängen natürlich von der Kapazität ab. Je größer die Batterie ist, desto günstiger wird natürlich die ausgespeiste Energie in einer Batterie. Im Moment liegen die Preise für Batterien in der Größenordnung von 0 bis 10 Kilowattstunden Speicherkapazität, also recht kleine Batterien für den Hausgebrauch, Bereich von zwischen 1400 und 1700 Euro pro Kilowattstunde. Größere Batterien in der Größenordnung bis zu 200 Kilowattstunden Speicherkapazität haben einen Preis, der so zwischen 1000 und 1500 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität liegt, also im Mittel so bei 1200 Euro pro Kilowattstunde nach den aktuellen Daten der ISEA. Daraus resultiert damit ein LCOS, also diese Speicherenergiekosten, die liegen im Moment dann daraus resultieren bei 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde gespeicherter oder ausgespeicherter Energie. Damit zeigt sich natürlich, dass diese Kosten relativ groß sind oder relativ hoch sind im Vergleich zu den Stromgestehungskosten einer Photovoltaikanlage. Und als dritten Block haben wir dann die Kosten für den Strom, der aus dem Netz entnommen wird bzw. ins Netz eingespeist wird. Das heißt, wir haben einmal die Einspeisevergütung, eine Vergütung der Einspeisung. Auch da kommt es wieder darauf an, was es für ein Typ der Photovoltaikanlage ist. Ist die Anlage auf einem Wohngebäude installiert, dann ist sie klein,
Wobei dann noch gleich zu klären ist, was klein bedeutet. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer festen Vergütung oder einer Teilnahme am Marktprämienmodell. Alternativ kann der Strom oder muss der Strom vermarktet werden und bei sehr großen Freiflächenanlagen müsste der Strom an der Strombörse verkauft werden. Umgekehrt haben wir natürlich dann einen Strompreis, der zu zahlen ist, inklusive aller Abgaben. Energiesteuer etc., Mehrwertsteuer, sodass sich diese Kosten natürlich auch, dass die auch berücksichtigt werden müssen beim Gesamtkonzept der Wirtschaftlichkeit eines solchen Eigenstrommodells. Zunächst zum Strompreis, der an den Energieversorger gezahlt werden muss. Der Strompreis hängt natürlich von der verbrauchten Energiemenge ab. Je mehr Energie man abnimmt, desto geringer wird der Preis. Im Haushaltsbereich liegen die Stromkosten in Deutschland bei ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Größere Verbraucher, Industrieunternehmen zahlen deutlich weniger. Und mittelgroße Unternehmen zahlen, also ich sag mal, 15 Cent. Das ist dann schon ein sehr günstiger Strompreis. Typischerweise ein mittelgroßes Unternehmen, was im Jahr ungefähr eine Gigawattstunde Strom verbraucht, zahlt ungefähr 20 Cent pro Kilowattstunde an den Energieversorger. Bleibt nun noch die Betrachtung der Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom. Da wird eine Einspeisevergütung noch gezahlt. Der aktuelle Stand für Anlagen, die im Januar 2021 ans Netz gehen würden, sind jetzt nach derzeitigem Stand des EEGs folgendermaßen. Also man hat die Wahl zwischen dem Marktprämienmodell, das heißt also der Vermarktung der elektrischen Energie an der Börse mit einer Ausgleichszahlung und der festen Einspeisevergütung. Ich will an dieser Stelle jetzt nur die Einspeisevergütung einmal, die fixe Einspeisevergütung darstellen, die etwas geringer ist als die Vergütung, die man im Marktprämienmodell erhält. Also wir haben die Einspeisevergütung. Einspeisevergütung nach dem EEG. Da ist nun zu berücksichtigen, dass für den Anlagenteil, der kleiner als 10 Kilowatt Peak ist, gibt es eine Einspeisevergütung von 8,16 Cent pro Kilowattstunde. Für den Anlagenteil mit einer Leistung zwischen 10 und 40 Kilowatt Peak werden noch 7,93 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Und alles, was dann kleiner als 100 Kilowatt Peak ist, also zwischen 40 und 100 Kilowatt Peak, da werden noch 6,22 Cent pro Kilowattstunde gezahlt auf. Das ist wichtig, auf Wohngebäuden. Haben wir nicht Wohngebäude, liegt die Einspeisevergütung noch niedriger, dann sind es nur 5,61 Cent pro Kilowattstunde. Wie erfolgt nun die Berechnung der Einspeisevergütung? Das erfolgt analog zu dem, wie das bei Blockheizkraftwerken mit dem KWK-Zuschlag auch passiert. Machen wir ein Beispiel, eine Nennleistung unserer Photovoltaikanlage von 50 Kilowatt Peak auf einem Wohngebäude. Das heißt also, was nun passiert ist, dass diese 50 kW aufgeteilt werden. Ich will das hier mal andeuten. Das heißt, das sollen jetzt unsere 50 kW sein. Die ersten 10 kW, die werden mit 8,16 Cent vergütet. Das heißt, also 10 Kilowatt Peak werden mit 8,16 Cent vergütet. Dann haben wir den Anteil bis 40 kW. Das sind dann noch verbleibende 30 kW. Die werden mit 7,93 Cent pro Kilowattstunde anteilig vergütet. Und die verbleibenden 10 kW bis zu unserer Nennleistung von 50 kW werden dann nochmal vergütet mit 6,22 Cent pro Kilowattstunde. Daraus ergibt sich dann ein gemittelter Vergütungswert. Das heißt, also wir haben hier 20% der Anlage werden mit 8,16 Cent pro Kilowattstunde gewichtet plus
60% der Anlage kriegen eine Vergütung von 7,93 Cent pro Kilowattstunde plus 0,2, also nochmal 20% der Anlage werden mit 6,22 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ergibt sich daraus ein gewichteter Mittelwert von 7,634 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung, die diese 50 kW Dachanlage auf einem Gebäude bekäme. Zu berücksichtigen ist nun, dass diese Zahlen, diese Kennwerte sich ändern jeden Monat. Die unterliegen einer Degression in Abhängigkeit der Zubaurate in Deutschland. Das heißt also, bei der Betrachtung der Einspeisevergütung müssen die aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur, die auf der Webseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht werden, berücksichtigt werden. Das heißt also, was man nun hier in diesem Energiemodell oder in diesem Kostenmodell berücksichtigen muss, ist, dass wir eine Vergütung bekommen, die zwar klein ist, aber dennoch noch attraktiv sein kann. Die ist im schlechtesten Fall, ist das nur der Börsenstrompreis, der dann in der Größenordnung von 4 Cent liegt. Aber wir können jetzt hier mal annehmen, das sind so 5 bis 8 Cent die Kilowattstunde gibt es noch an zusätzlicher Vergütung. Und aus diesem Gesamtkonstrukt lässt sich nun abschätzen, wie die Wirtschaftlichkeit aussieht. Was man erkennt, ist, dass die Photovoltaik mit dem Eigenverbrauch auf Dachanlagen von Gewerbetreibenden eine sinnvolle Investition ist, trotz der Berücksichtigung der EEG-Umlage, die anteilig gezahlt werden muss, die natürlich dann die Stromgestehungskosten vergrößern. Es gibt eine sehr kleine Vergütung durch die Vermarktung des Stromes, aber man hat natürlich auch einen niedrigen Strompreis, der die Wirtschaftlichkeit des Gesamtmodells schmälert. Typischerweise haben wir bei Projekten, also großen Dachprojekten auf Industrie- oder Gewerbedächern, eine Wirtschaftlichkeit, die sich nach zwischen 7 und 11 oder 12 Jahren amortisiert. Bei einer Lebensdauer der Photovoltaikanlage von 20 Jahren und mehr ist es damit natürlich ein lohnendes Invest. Dennoch ist es ein langfristiges Invest und nicht ein Invest mit einer kurzfristigen Rendite. Noch nicht sinnvoll im Moment ist die Integration eines Batteriespeichers aus rein wirtschaftlichen Gründen, wie man erkennt, dadurch, dass die ausgespeicherten Energiekosten verhältnismäßig hoch sind im Vergleich zu den Strompreisen, ist es bei Industrieunternehmen schwierig, das wirtschaftlich sinnvoll darzustellen. Ein Nutzen des Batteriespeichers kann sein, dass es noch zu Preisreduktionen beim Strompreis kommt durch den sogenannten Lastausgleich. Spitzenlastausgleich. Das heißt also, dass man in der Lage ist, durch den Batteriespeicher, ich deute das hier mal an, wenn das jetzt die Last des Unternehmens ist mit hohen Spitzen über die Zeit, dass man in der Lage ist, über den Batteriespeicher diese Spitzen zu kappen, indem man in dem Moment, in dem die hohen Lasten sind, elektrische Energie aus der Batterie nutzt und dann diese Spitzenlasten, diese Höchstlasten reduziert werden. Das führt dazu, dass durch diesen Lastausgleich die Stromkosten sinken, da das Unternehmen neben einem Energiepreis auch einen Leistungspreis zu zahlen hat für die Bereitstellung der maximal abgenommenen Leistung im Höchstfall. Und durch die Batteriespeicher ist man in der Lage, diesen Lastausgleich durchzuführen und die Stromkosten, die externen Stromkosten zu senken. Das kann ein Batterieinvest attraktiv machen, muss aber im Einzelfall geprüft werden. Für Privathaushalte ist das Gesamtkonstrukt Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher wirtschaftlich interessant und ist der Renditedruck sicherlich auch nicht ganz so hoch in den meisten Fällen. Man hat einen sehr hohen Strompreis in der Größenordnung von 30 Cent. Die Stromgestehungskosten der Photovoltaikanlage liegen bei 10, 11, 12 Cent die Kilowattstunde für eine kleine Photovoltaikanlage. Dachanlage. Wir haben dann die Stromgestehungs- oder Stromentnahmekosten aus der Batterie, die auch im Bereich von 25 bis 30 Cent liegen. Die EEG-Umlage fällt bei kleinen Dachanlagen, der Anteil der EEG-Umlage, die für den Eigenverbrauch zu zahlen ist, fällt bei kleinen Dachanlagen weg. Das heißt, dieser Kostenpunkt entfällt.
Dadurch erhält man ein attraktives Modell, bei dem die Wirtschaftlichkeit auch sich nach 7 bis 10 Jahren einstellt, abhängig natürlich von der Ausrichtung und der Neigung des Daches und damit der Photovoltaikanlage. Ein weiterer Punkt, der nun neu zu berücksichtigen ist, neben der Batterie, ist natürlich das Laden von Elektrofahrzeugen. Das heißt also, was nun auch neu dazukommt, ist natürlich das Laden von Elektroautos, die, um sie ökobilanziell attraktiv zu laden, mit Photovoltaikstrom lädt. Das heißt also, man nutzt den Strom aus der Photovoltaikanlage, um diesen emissionsfrei im Auto zu speichern. Das Auto ist ja, kann man wie eine fahrende Batterie ansehen. Das macht die Ökobilanz des Gesamtkonstrukts natürlich sehr attraktiv und ist eine neue Komponente, die in den nächsten Jahren sicherlich an Bedeutung gewinnen wird. Insgesamt sieht man also, dass dieses PV-Konzept mit der Photovoltaikanlage für die Eigenstromversorgung im Privathaushaltbereich, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, aber auch im Gewerbe, in der Industrie ein attraktives Konstrukt ist, was wirtschaftlich interessant ist. Man muss immer den Einzelfall betrachten. Wie sehen die Lasten aus? Wie sieht die Stromproduktionskurve der Photovoltaikanlage aus? Ist die Integration einer Batterie attraktiv, insbesondere zum Lastausgleich, um damit mittel- bis langfristig die Energiekosten eines Unternehmens oder eines Nutzers senken zu können?